Hallo Fans und Freunde der Vienna, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tja, 2019, das ist ein Jubiläumsjahr für den Fußball hier in Österreich. Am 22. August 1894 ging es los, und zwar mit unserer Vienna, und das jährt sich ja heuer zum 125. Mal. Naja, und um eure Vienna-Geschichtskenntnis ein bisschen aufzufrischen, habe ich mich letzten April mit dem Alexander Juraske, unserem Vereinshistoriker, getroffen an einem, ja, für die Vienna geschichtsträchtigen Ort. Schaut euch das an. Ich hoffe, ihr bleibt auch im neuen Jahr meinem Kanal treu. Abonniert ihn, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Like die Videos, wenn sie euch gefallen hat. Besucht mich auf den anderen Social Medias, und ich freue mich auch darüber, wenn ihr mich weiterempfehlt. Beziehungsweise schreibt doch ein bisschen was in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, beziehungsweise wenn euch noch etwas einfällt, dann nur her damit mit eurer Meinung. Also meine Lieben, unterstützen wir weiterhin unseren Lieblingsverein, auf das wir heuer in die Wiener Liga aufsteigen, und geben wir einen ordentlichen Support. Also, come on Vienna! Hallo liebe Vienna-Fans, heute sind wir an einem sehr denkwürdigen Ort für die Vienna. Die meisten von euch werden ja wissen, im August 1894 hat hier in diesen Räumlichkeiten alles für uns begonnen, eigentlich für den österreichischen Fußball begonnen. Hier sind wir im ehemaligen Gasthaus zur schönen Aussicht, heute der Pfarrwirt im 19. Bezirk. Und ich darf heute den Dr. Alexander Juraske begrüßen, den profundesten Kenner der Wiener Geschichte. Hallo Alex, schön, dass du heute Zeit hast für ein Fangespräch. Ich würde mich heute gerne mit dir ein bisschen unterhalten über die Fans der Vienna und wie das so entstanden ist. 1894 hat es begonnen. Es sind ja dann doch recht schnell die Vereine aus dem Boden geschossen wie die Schwammerln. Und wie war das eigentlich am Anfang? Weißt du ungefähr oder kannst du uns nachvollziehen, wie sind die Fans dann zu den Spielen, zu den Matches, zu den Vereinen gekommen? Ja, also Fußball war von Anfang an eigentlich ein Zuschauersport. Also es sind eigentlich schon von Anfang an relativ viele Zuschauer zu den Spielen gekommen. Gibt es auch eine schöne Episode, dass man den ersten Platz der Vienna sozusagen mit Planken abgegrenzt hat, damit sozusagen nicht unbefugte Leute zum Spielfeld kommen war können. War dieser erste Platz, wo das die Kugelwiese war ja offen eigentlich. War ja das Park. War aber schon auf der Kugelwiese. War schon auf der Kugelwiese. Weil damals gab es noch keine Eintrittskarten in dem herkömmlichen Sinne, wie wir es heute kennen, aber man musste ein Spielprogramm kaufen. Und schon damals hat man gesagt, ja, wir wollen nicht, dass das sozusagen Kibitze, die sozusagen nichts zahlen, auf den Platz kommen. Und deswegen hat man das gemacht. Und Fußball war eigentlich immer von Anfang an, obwohl es natürlich am Anfang ein großbürgerliches Phänomen war, ist relativ schnell eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch rechtzeitig. Ja. Weil man muss sich ja das vorstellen, das war ja in Österreich, Fußball war in Österreich ja gar nicht so bekannt. Und die Popularität schwappte ja aus England herüber. Die meisten von euch werden ja wissen, das kam ja von Gärtnern, von den Rothschilds. Und da denke ich mir, es ist relativ schwierig, dann auch dem gestandenen Wiener klarzumachen, das ist ja ein Breitensport geworden, aber damals sicherlich eher nur eine Randerscheinung. Aber wer hat diese Programme gedruckt, weiß man das? Das weiß man wahrscheinlich, also das werden wahrscheinlich die ersten Wiener Mitglieder gemacht haben und der Vorstand. Und eben, du hast es schon angesprochen, man darf nicht vergessen, als englischer Sport damals war sozusagen viele Dinge, die aus England kamen, waren hip. Okay, verstehe. Und sind sehr stark von gerade der jungen Bevölkerung angenommen worden. Mhm. Also die reicheren Bürgersöhne hatten ja auch schon Kontakte nach England, Teil von denen war auf Studienaufenthalt in England, und alles war so ein bisschen hip, was von den britischen Inseln kam. Und Fußball hat den Leuten halt auch Spaß gemacht. Und ja, damals, es war ein bisschen eine andere Situation, in Deutschland hatte man noch ein bisschen Probleme, weil man gesagt hat, ja, das ist ja ein ausländischer Sport und wir sollten eher auf das deutsche Turnen setzen. Und da das Turnen aber in Österreich oder in Wien nicht so stark war, konnte sich der Fußball eigentlich relativ schnell befreien. Und dass es ein ausländischer Sport ist, ist dann immer mehr in den Hintergrund getreten. Es ist auch interessant, dass zum Beispiel die Fußballausdrücke, wenn man es jetzt vergleicht zwischen Deutschland und Österreich,
Österreich. In Deutschland sind die sehr schnell eingedeutscht worden. Und in Österreich halten sich ja sozusagen die englischen Fußballbegriffe bis heute. Die älteren Stadionbesucher sprechen noch immer von einem Goal oder von einem Corner. Mhm. Und das ist auch natürlich ein Unterschied. Und so richtig popularisiert wurde der Fußballsport eigentlich in Österreich durch den Ersten Weltkrieg. Okay, das war dann eigentlich 20 Jahre nach dem Gründung der WNA. Ja. Weil da war es so, dass das Militär nach einem Sport gesucht hat, wo die Soldaten sozusagen, wenn sie jetzt nicht in einer Pause oder so oder in der Etappe weiter körperlich sozusagen tätig sind. Und da hat man es mit Turnen und Leichtathletik und Gymnastik versucht und hat aber gesehen, das freut eigentlich die Leute nicht. Und da war Fußball das Verbindende eigentlich. Und da konnte man sozusagen spielerisch die körperlichen Fähigkeiten weiter steigern. Und es ist natürlich ein soziales Spiel. Also da gibt es auch Hierarchien, ja, und das hat da sehr gut reingepasst. Und da haben zum Beispiel Bevölkerungsgruppen, die vorher Fußball nicht kennengelernt haben, es sozusagen im Krieg kennengelernt. Und wie die dann zurückgekommen sind nach Ende des Krieges, da kam es dann wirklich zu einem Boom an Vereinsgründungen in Wien. Okay, erst dann, ja. Und dann ist es so wirklich eigentlich sehr stark popularisiert worden. Wer waren eigentlich die ersten Fans? Waren das nur das Bürgertum oder kam dann auch schon die Arbeiterklasse am Anfang sozusagen bei der Wiener? Oder? Also am Anfang war es natürlich das Bürgertum, weil wir dürfen nicht vergessen, für sportliche Betätigung braucht man Zeit. Und natürlich damals hatten die Arbeiter keine Zeit. Ja, die mussten erwerbstätig sein, die hatten ihre Arbeitsstunden und es konnte natürlich nur eine gewisse Klientel sich dem Fußball widmen, obwohl ja relativ früh dann auch die Gründung vom ersten Arbeiter-Fußballclub, also von Rapid, passiert. Ich glaube, Rapid gründet sich 1897, also relativ früh. Aber trotzdem ist es am Anfang natürlich ein bürgerliches Phänomen und dementsprechend passt es ja auch sehr gut nach Döbling, zu den Bürgerfamilien, wo eben die jungen Burschen sporteln. Man darf nicht vergessen, die Wiener war zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht nur ein Fußballverein, es sind ja alle möglichen Sportarten auf der Hohen Warte betrieben worden. Schon in den Gründungsjahren? Also eigentlich schon, ja. Weil das ist immer Hand in Hand gegangen. Viele der Fußballer waren auch Leichtathleten. Haben dann auch Hockey gespielt, im Winter dann auch Eishockey. Also die Wiener gehört auch zu den Gründungsmitgliedern der österreichischen Eishockeymeisterschaft. Also das war, heutzutage sind ja eher die Fußballvereine reine Fußballvereine. Ja, eben. Wir haben ja auch jetzt sozusagen nur mehr die Tennissektion. Aber das war damals nicht so. Also da hatten eigentlich die meisten Vereine mehrere Abteilungen. Die Wiener hatte bis 8, 9, 10 verschiedene Sektionen mit Schwimmen, mit Boxen. Also sehr viel ist da passiert. Die Übergänge waren auch relativ fließend, ja, weil viele Leute mehrere Sportarten betrieben haben. Und so ist das halt dann entstanden. Ne? Und von Anfang an waren natürlich Zuschauer auch da, ja? Die sich die Spiele angeschaut haben, die teilweise eben versucht haben, ihre Mannschaft zu unterstützen, die den Schiedsrichter beschimpft haben. Also, sowas, nein. Und Fußball war halt immer Stadtgespräch, gerade dann, vor allem halt dann in der Zwischenkriegszeit, ja, wo dann wirklich also die Menschenmassen auf die Plätze strömen. Und da war natürlich die Hohe Warte ideal, als größtes Stadion außerhalb der britischen Inseln. Das war aber dann erst später, das war in den 20er Jahren. Genau, ja, das war Anfang der 20er Jahre. Weil die Wiener, also die Meisterschaft wird dann 1911 eingeführt. Davor gab es sozusagen ja keinen Meisterschaftsbetrieb. Das heißt, man hat lose miteinander gespielt. Genau. Die Wiener hat auch zu diesen Mannschaften gehört, die sich eigentlich gegen einen Meisterschaftsbetrieb ausgesprochen haben. Warum? Ja, weil die Wiener hat schon sehr früh auf internationale Spielpartner gesetzt. Die Wiener ist nach Prag gereist, nach Budapest, die Mannschaften sind nach Wien gekommen, viele von den britischen Inseln. Und da war die Argumentationslinie der Wiener, wir wollen nicht gegen die kleinen Wiener Mannschaften spielen, gegen Rapid oder so, und uns da sozusagen die Spieltermine besetzen lassen, sondern wir machen uns einen eigenen Spielplan und spielen gegen die attraktiven Mannschaften. Also holen uns die Sparta Praha oder Budapester Mannschaften. Und wie dann die kleinen Mannschaften immer mehr wurden,
konnte man dann nicht mehr an einem Meisterschaftsbetrieb vorbei und dann beginnt es im 1911. Mhm. Und da hat die Wiener aber schon Probleme mitzuhalten und steigt dann eben 1914 erstmalig ab. Oh, na verstehe. Und wie war das eigentlich? Das heißt, Fußball ist ja auch etwas Verbindendes. Etwas, was man heute immer wieder hört, schon vor 100 Jahren sicherlich ein wichtiger Faktor, sich auch da zu verständigen und zusammenzukommen. Hat das der Wiener auch etwas gebracht, monetär oder publicity-mäßig gegen Prag oder gegen die Engländer zu spielen? Ja, natürlich. Also erstens einmal war es natürlich wichtig für die Spieler selber, sich mit guten Mannschaften zu messen, ja, um hier auch besser zu werden. Ja, wir hatten ja zum Beispiel den Mark D. Nicholson, ein englischer Ex-Profi, der bei West Bromwich gespielt hat und sogar den FA Cup gewonnen hat. Und der hat das Auslandsbüro in Wien von Thomas Cook & Son geleitet und war sozusagen eigentlich einer der Ersten, die gesagt haben, wir müssen aufs Training achten, wir müssen den Leuten sagen, was sie essen sollen, was sie nicht essen sollen. So genau, ja. Trainingsplan, aber, oh, okay. Der hat auch erste Artikel geschrieben über Trainingssteuerung und hat eben gemeint, sein Ziel ist es, die Wiener Spieler an das Leistungspotenzial der in Wien befindlichen Engländer heranzubringen und hat ihm gesagt, das geht nur, wenn wir uns mit ausländischen Mannschaften messen, wenn wir von denen lernen. Und der war auch daran beteiligt, dass ein erster Verband gegründet wurde. Wann war das ungefähr? Das war so 1899, weil der gesagt hat, na klar, es ist schwierig, diese ausländischen Mannschaften zu bekommen, es ist ein hoher finanzieller Aufwand und wir müssen so ein Komitee bilden, wo wir es gemeinsam Geld sammeln, dass wir diese Mannschaften holen können. Ja, es ging damals schon ums Geld. Natürlich, es geht immer ums Geld. Immer ums Geld. Nun die Chronologie, zuerst war Kugelwiese, genau. Kugelwiese, dann war die Greindlwiese. Greindlwiese, genau. Das war ja dann schon mit Tribüne und allem drum. Nein, die Greindlwiese eigentlich noch nicht und dann ab 1899 eigentlich sozusagen die erste Hohe Warte, sozusagen die Hohe Warte Alt, wo man dann auch eine sozusagen eine wirkliche erste Tribüne dann hatte. Okay. Wo dann auch das Nationalteam auch schon dort die erste Spiele gemacht hat. 1999 schon Nationalteam? Nein, da noch nicht, aber so um 1908 hat das Nationalteam dann auch auf dieser Hohen Warte Alt gespielt. Und ja, weil es natürlich wichtig war, bei diesen Spielen der auswärtigen Mannschaft natürlich auch mit Zuschauergeldern etwas einzunehmen, ne? um das halt wieder gegenfinanzieren zu können. Und vor allem, da hat man ja auch den Kontakt zu den Budapester und Prager Mannschaften gesucht und ausländische Mannschaften sind sozusagen im Paket engagiert worden. Also die sind nach Wien gekommen, dann nach Budapest weitergereist und nach Prag oder umgekehrt, dass man sich so versucht hat, eben die Kosten aufzuteilen, dass die Prager und Budapester sich auch beteiligt haben und vice versa. Und genau, dann verstehe, weil das war ja damals reisetechnisch sicherlich aufwendiger, als man sich das heute überhaupt vorstellen kann. Ne? Sehr aufwendig und deswegen wäre es auch nicht zu finanzieren gewesen, jetzt eine Mannschaft von den britischen Inseln jetzt nur für ein Spiel zu holen. Sind Fans damals auch schon mitgereist, so Auswärtsspieler? Oder? Also das ist nicht ganz klar, aber es ist anzunehmen, dass in den Anfangszeiten, weil ja auch die Reisen beschwerlich waren, eine der ersten Reisen nach Prag hat 8 Stunden gedauert. Ja. Ich glaube, da werden nicht wahnsinnig viele Fans mitgereist sein. Es wird sicher vielleicht ein, zwei gegeben haben, aber das war damals noch nicht so möglich. Oder die Leute, die halt die Österreicher, die in Prag oder in Budapest gelebt haben, sich ihre Mannschaft angeschaut hat. Das gibt es ja heute auch noch, dass wenn jetzt Nationalteam auswärts kommt. Ja, das bietet sich auf alle Fälle an. Und in der Zwischenkriegszeit schnellen dann halt die Zuschauerzahlen wirklich in die Höhe. Ja. Und dann sind diese Spiele, vor allem auch dann Länderspiele, aber auch wenn wirklich bekannte Mannschaften kommen, das ist Stadtgespräch. Ja. Also da wird Werbung gemacht überall, ja, und das ist dann wirklich ein großes Ereignis. Ja. Man darf auch nicht vergessen, gerade nach dem Ersten Weltkrieg
Österreich, ein kleines Land, ja, gedemütigt im Krieg sozusagen, und die Bevölkerung hat auch gelächzt sozusagen nach diesem internationalen Vergleich. Ja. Und da war Sport eine Möglichkeit sozusagen hier international sozusagen wieder zurückzukommen. Und war Sport auch ein wichtiger Punkt in der Diplomatie zum Beispiel. Okay. Wie zum Beispiel die Wiener ist das erste Mal wieder nach Frankreich gereist, 1924. Und das war ein großes Ereignis, wieder die Einladung zu bekommen, weil die alliierten Siegernationen hatten kurz nach dem Ersten Weltkrieg einen Boykott gegen Deutschland und Österreich, gegen diese Nationen nicht zu sporteln. Okay. Und das musste man eben wieder aufbrechen. Und da waren diese internationalen Spiele sehr, sehr wichtig. Und da hat die Wiener auch eine Vorreiterrolle gehabt, sozusagen als sportlicher Botschafter. Also da ist nicht das Nationalteam eingeladen worden, sondern genau. Die Wiener als Verein. Genau, da ist die Wiener zum ersten Mal nach Frankreich eingeladen worden, 1924 nach Paris. Das stand auch im Zusammenhang im Sommer drauf an die Olympischen Spiele in Paris. Die Wiener war Anfang des Jahres in Paris. Und da ging auch wieder die Tür auf, dass die Österreicher wieder an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Okay, verstehe. Und da waren eben solche diplomatischen Reisen ganz, ganz wichtig. Und da war der Sport wieder ein Türöffner. Zurück sozusagen ins internationale Geschäft. Und gerade auch in Verbindung mit der Einführung des Professionalismus 1924, waren gerade die Auslandsreisen unglaublich wichtig, um die Vereine zu finanzieren. Okay, verstanden. Weil damals gab es nicht so viele Einnahmemöglichkeiten für die Vereine. Das waren einerseits die Eintrittsgelder, andererseits diese lukrativen Auslandsgastspiele und natürlich die Gönner, Mäzene, die halt Geld den Vereinen gegeben haben. Und da waren eben diese Auslandsreisen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man aber auch sagen muss, dass natürlich nur die bekannten Wiener Mannschaften die Möglichkeit hatten, wirklich in die lukrativen Länder zu reisen, wie in Frankreich, wie in die Schweiz. Und die kleineren Vereine sind dann halt nach Jugoslawien gereist und in kleinere Länder, wo es nicht so finanziell attraktiv war. Und Österreich war immer ein Fußballexportland für die damalige Zeit. Okay, wusste ich gar nicht. Also Österreich war führend. Der Donaufußball, der ja in Budapest, in Prag, in Wien ist ja sozusagen eigentlich eine ähnliche Form von Fußball gespielt worden. Dieses Kurzpassspiel, das wir eigentlich sozusagen ein bisschen übernommen haben vom schottischen Kurzpassspiel, im Gegensatz zum englischen Spiel mit den langen Pässen. Und da waren die Österreicher halt Vorreiter mit den Budapestern, mit den Pragern, hier einen ganz speziellen Fußballstil zu kreieren, der sehr technisch anspruchsvoll war. Und der war recht begehrt eigentlich. Und da waren, am Anfang hat man die ausländischen Mannschaften eingeladen und dann ist man aber selber sozusagen auf Achse gewesen und war sozusagen Sportbotschafter und natürlich auch immer Botschafter für Österreich selbst. Also eine große Ehre dann für die Wiener da Vorreiter zu sein. Die meisten sprechen ja von diesen legendären Zeit, wo halt 100, also nicht 100, aber viele tausend Menschen auf der Warte, das war in den 20er. In Anfang der 20er, oder? Genau, also die Hohe Warte, wie wir sie sozusagen jetzt kennen, ist 1921 eröffnet worden. Ein Riesenstadion, das damals größte Stadion außerhalb der britischen Inseln. Und da war auch schon die Vereinbarung, dass das Nationalteam dann auch auf die Hohe Warte kommen wird, weil davor war es so, dass das Nationalteam an verschiedenen Orten in Wien gespielt hat. Und da dürfte es eine Übereinkunft gegeben haben, dass das Nationalteam dann regelmäßig auf der Hohen Warte spielen wird. Und das waren natürlich dann die wirklich großen Ereignisse, die Spiele gegen die ausländischen Länder. Und dann vor allem natürlich Anfang der 30er Jahre das Wunderteam unter Hugo Meisel. Die Geburtsstunde war ja sozusagen auch auf der Hohen Warte bei dem 5:0 Sieg über Schottland. Unglaublicher Sieg sozusagen über die Schotten. Und das ging dann Schlag auf Schlag. Und das waren halt wirklich die Riesenereignisse. Und die Wiener Funktionäre waren eigentlich relativ schlau, weil die schon damals gesagt haben, wir müssen dieses Stadion auch außerhalb des Fußballs nutzen. Wir müssen auch neben dem Fußball, und das sind die Länderspiele wichtig und die Meisterschaftsspiele
die Freundschaftsspiele, aber es muss mehr passieren. Ja? Und dann gab es hier Boxwettkämpfe, die Opernaufführungen, damals war es sehr beliebt, Feuerwerke mit Tombola zu veranstalten. Und die haben halt gesagt, uns kostet die Anlage viel und deswegen müssen wir auch auf verschiedenen Kanälen Geld einspielen. Mhm. Und da war die Vienna sicher in dem Veranstaltungsbereich Vorreiter, da schon drauf zu kommen, nicht nur Fußball, sondern einfach mehr auf der hohen Warte zu machen. Ich habe ja noch Leute kennengelernt, Anfang der 80er Jahre mit Ihnen auch gesprochen, die bei diesen Spielen 20er, 30er Jahren dabei waren. Und das, was ich immer gehört habe und auch gespürt habe, wenn ich mit diesen Leuten geredet habe, war diese unglaubliche Euphorie. Das muss, man kann sich ja das heute gar nicht mehr vorstellen, auf diesem engen Raum zigtausend Menschen, die gedrängt gestanden sind und trotzdem begeistert sind, da mitzumachen. Wie kann man das eigentlich nachvollziehen, dass das damals so einen großen Hype hatte? Heute träumt die Bundesliga nur von so vielen und das meint, da war ja nicht einmal ja, der Platz oder die Medien da, ne? Also in dem Sinne wie heute da. Ne? Man darf nicht vergessen, Fußball ist oder war damals ein recht preisgünstiges Vergnügen sozusagen. Ja. Und das hat schon natürlich reingespielt. Ja. Es gab damals nicht viele Möglichkeiten, die spärliche Freizeit zu gestalten. Und da war Fußball oder überhaupt zu Sportveranstaltungen gehen natürlich ein probates Mittel, um seine Freizeit zu verbringen. Es war relativ günstig. Und ja, es ist immer was passiert und es ist viel passiert und es war halt aus dem Grund relativ interessant und es gab auch nicht viel anderwertiges Angebot. Mhm. Und das ändert sich eigentlich so richtig erst nach 45. Okay. Die Leute dann mobiler werden, auch mehr weg vom Passiven, mehr zum Aktiven. Mhm. Die Leute machen mehr Ausflüge, fahren wohin. Die ersten können sich dann schon Autos leisten, machen Ausflüge am Wochenende. Aber das alles gibt es natürlich in der Zwischenkriegszeit in dem Maßen noch nicht. Und deswegen ist halt Fußball da auch so ein wichtiger Ort, um seine Freizeit zu verbringen, um Freunde zu treffen, ja, um auch teilweise mit der ganzen Familie unterwegs zu sein. Und das ist sicher auch ein Grund und das ist vor allem ein Grund, warum dann sukzessive eigentlich die Zuschauerzahlen in Österreich oder in Wien halt zurückgehen nach 45. Also das kann man sehr schön sehen, dass da die Zuschauerzahlen einfach immer weiter zurückgehen. Spielt das auch vielleicht damit zusammen, dass es auch mehr Stadien gegeben hat, zum Beispiel das Praterstadion? Und das kommt auch sicher dazu. Das Praterstadion ist ein ganz wichtiger Punkt, warum die hohe Warte dann nicht mehr so wichtig war. Es war einfach damals die Überlegung, dass man gesagt hat, man möchte ein Stadion haben, das ein bisschen zentraler gelegen ist, das auch moderner ist. Das hat auch damit zu tun natürlich, dass die Roten den Bau des Praterstadions forciert haben und bei der Vienna ja eher das Bürgertum zu Hause war. Und dass man dann dort natürlich die Länderspiele dann hinvergeben hat ins Praterstadion. Und das hat sozusagen der Hohen Warte schon sehr wehgetan. Es ist dann das letzte Länderspiel 1936 auf der Hohen Warte. Doch schon, so lange her. Und sukzessive sind dann die großen Spiele schon verstärkt im Praterstadion. Es gab damals natürlich auch, man hatte damals auch immer wieder zwei Meisterschaftsspiele hintereinander an einem Ort veranstaltet, die Doppelspiele sozusagen, die es glaube ich bis in die 60er, 70er Jahre gab, wo man als Besucher sozusagen eine Karte gekauft hat, aber zwei Meisterschaftsspiele sehen konnte. Und diese Spiele waren dann einfach vermehrt im Praterstadion. Die Vienna hat dann noch in den 50er Jahren einen Versuch gemacht, hier noch einmal zurückzukommen und hat die erste Flutlichtanlage in Wien installieren lassen. Das war ein hohes finanzielles Risiko, was sich dann aber leider nicht ausgezahlt hat. Man hat das Flutlicht gebraucht, weil damals der Europacup angezogen hat, also Partien unter der Woche am Abend. Und da hat sich die Vienna erhofft, dass die Europacup-Partien dann auf der Hohen Warte stattfinden werden. Aber die Vereine halt sind ins Praterstadion gegangen, weil das moderner war. Und so hat sich leider dieses finanzielle Risiko für die Vienna nicht gelohnt. Und sie haben dann relativ lang eigentlich an den Schulden geknappert, die diese kostspielige Flutlichtanlage für den Verein bedeutet hat. Das hätte natürlich aufgehen können,
diese Überlegung, aber hat es leider nicht. Ist nicht baulich auch ein bisschen ein Problem, die Warte jetzt dichter besiedelt als noch vor 100 Jahren, dass es natürlich da auch schwieriger ist, zu viele Leute ins Stadion zu bringen und noch viel wichtiger mittlerweile auch wieder aus dem Stadion rauszubekommen. Das ist gut, dass du das ansprichst. Das war nämlich immer das Problem eigentlich auf der Hohen Warte. Du bist an einer erhobenen Stelle. Es gibt sozusagen nicht viele Ausweichmöglichkeiten und das wird dann zu einem Problem. Nicht so sehr, wenn die Leute zum Spiel gehen, weil die kommen ja zu verschiedenen Zeiten, aber vor allem nach Schlusspfiff, wenn dann wirklich große Menschenkontingente relativ flott vom Platz abgehen wollen. Und was immer ein Kritikpunkt an der Hohen Warte war, auch schon in den 30er Jahren, dass es zu wenig Automobilabstellplätze in der Umgebung gibt. Mhm. Und das war immer wieder ein Manko, weil an sich die verkehrstechnische Anbindung mit dem Bahnhof Heiligenstadt war an sich nicht so schlecht. Mhm. Aber ja, es war natürlich baulich ein bisschen schwierig, weil man diese Menschenmassen nicht so schnell, die konnten nicht so schnell weg vom Platz. Es gab ja auch bis vor kurzem noch eine Straßenbahnstation, genau, nur für die Hohe Warte dann bei den Spielen frequentiert wurde. Nicht? Das ist erst vor kurzem weggeräumt worden. Nicht? Ja, und das erzählen dir ja auch noch ältere Besucher, dass die in den 60er, 70er Jahren ja noch gebraucht wurde, dass auf der Barawitzka-Gasse sozusagen, da gab es damals noch Straßenbahnschienen, dass da die Straßenbahnen gewartet haben, um dann die Besucher von der Hohen Warte abzutransportieren. Mhm. Aber da waren natürlich nicht mehr diese Zuschauermassen, weil ja die Hohe Warte dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg am Anfang nur mehr für 35.000 Zuseher sozusagen kommissioniert war. Mhm. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs ist ja die Anlage sehr schwer zerstört worden. Das hat dann einfach wieder ein bisschen gebraucht, bis man die instand setzen konnte. Es waren ja die amerikanischen Truppen da, die sozusagen die Hohen Warte als Sportplatz genutzt haben. Da ist Baseball und Football gespielt worden und die Wiener konnte am Anfang ja nur am Trainingsplatz sporteln. Mhm. Das ist dann Gott sei Dank eh wieder besser geworden, aber es hat dann einfach ein bisschen gebraucht, wieder die Anlage instand zu setzen. Und man hat damals, glaube ich, auch schon gewusst, man wird dieses Riesenstadion in der Form wie in der Zwischenkriegszeit nicht mehr so nutzen können. Mhm. Und es ging halt sukzessive mit den Zuschauerzahlen bergab, muss man sagen. Aber zum Beispiel gerade für die Fanentwicklung der Wiener waren gerade diese Jahre in der Regionalliga relativ entscheidend. Gerade für junge Leute. Die in den 2000er, 2000er genau. Jahren sozusagen. Das genau. War. Die haben da gesehen, hier ist ein freier Ort, ja, mhm. wo es sozusagen jetzt auch noch nicht so organisierte Fangruppen gibt, mhm. und wo man sozusagen gestalterisch tätig sein kann, wo man auch relativ schnell eigentlich ein relativ positives Feedback von den anderen Besuchern kommt. Mhm. Und das war ähnlich auch beim Wiener Sportclub. Und die Zeit war relativ entscheidend, dass gerade viele Leute, die gesagt haben, ich komme jetzt zum Studium nach Wien oder zur Arbeit nach Wien, ich gehe aber nicht zur Austria und Rapid. Das freut mich nicht. Mhm. Das ist nicht die Form von Fantum, was ich mir vorstelle. Und die haben halt hier in Hernals oder in Dornbach beim Sportclub und vor allem bei uns halt hier ein anderes Fußballerlebnis gefunden. Das hat auch mit den 80er Jahren zu tun, dass sich da die Döblinger Kojoten als sozusagen erste dauerhafte organisierte Fangruppe zusammengefunden haben und die halt ganz bewusst einen ganz anderen Support gemacht haben. Ja, keinen ausgrenzenden Support, einen positiven, einen unterstützenden, einen sehr humorvollen Support, mhm. ja, aber auch eben nicht den Gegner diffamieren, nicht den Schiedsrichter diffamieren. Und so ist einfach eine sehr, sehr gute Atmosphäre einfach geschaffen worden. Das entstand in den 80er Jahren, so genau. In den 50er, 60er, 70er gab es keine Fangruppen oder Organisationen in dem Sinne, wie sie heute da sind? Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also natürlich Fans gibt es, oder Anhänger, ist vielleicht der bessere Ausdruck, gibt es ja zu allen Zeiten. Mhm. Aber so richtig eine Organisierung kommt dann eigentlich erst später. So in den 50er Jahren gründen eigentlich die ganzen Wiener Vereine Anhängervereinigungen. Mhm.
wo deren Einfluss aber, würde ich einmal sagen, nicht wahnsinnig groß ist. Die unterstützen den Verein, aber sozusagen, die organisieren eigentlich nicht wirklich so einen klassischen Support, wie wir ihn heute verstehen würden. Ne? Die Vienna hat auch so eine Anhängervereinigung, die aber nicht lange besteht. Es gibt dann noch einmal den Versuch, glaube ich, in den 70er Jahren noch einmal eine Anhängervereinigung aufzubauen. Aber die macht eigentlich nicht wirklich jetzt so einen richtigen Support. Okay. Und bei der Vienna beginnt das eigentlich so in den 80er Jahren und da eigentlich auf zwei Schienen. Es beginnen dann die ersten organisierten Auswärtsfahrten der Vienna-Fans. Okay. Da ist die Karin Haslacher sehr wichtig, die beginnt die zu organisieren. Die kommt aus dem Tourismus und ging mit ihrem Mann früher zur Austria, kommt eigentlich aus Döbling und kommt dann auf die Hohe Warte. Und beginnt eben sozusagen die ersten Auswärtsfahrten zu organisieren. Das ist wieder so eine klassische Geschichte. Der Verein kümmert sich um diese Dinge eigentlich nicht. Und es kommt eigentlich zu einer Initiative von Fans, die sagen, wir wollen auswärts fahren. Das kann ja nicht so schwer sein, uns da einen Bus zu organisieren. Wo ihnen auch teilweise unverständlicherweise vom Verein eher Ablehnung entgegentritt. Okay. Ja? Obwohl die sozusagen Auswärtsfans in die fremden Stadien bringen, ja? Und dort auch eben schon ein bisschen einen Support zu machen. Das sind aber Leute quer durch die Bank, also da fahren wirklich die Eltern der Spieler mit, aber auch Fans, ältere, jüngere, also es ist quer gemischt. Das sind die ersten, die so wirklich mit dem Bus oder mit dem Zug regelmäßig die Vienna damals noch in der Bundesliga begleiten. Und dann aber auf einer zweiten Schiene beginnt es dann sozusagen mit den Döblinger Kojoten, wo eine Gruppe von jungen Burschen halt beginnt, sozusagen nach englischem Vorbild so einen Support aufzuziehen mit englischen Liedern. Viele von denen sind sehr musikaffin und das hat natürlich einen großen Einfluss auf ihre Tätigkeit und da bildet sich sozusagen ein erstes Grüppchen. Das war wann ungefähr in den 80er Jahren? Das ist so Ende der 80er Jahre. Ja. Weil die Kojoten gibt es ja nach wie vor. Genau. Also die heißen am Anfang, glaube ich, Kleines Pommes, weil da McDonald's unser Hauptsponsor ist. Ja, das ist super, die Geschichte. Und benennen sich dann eben um. Und das ist aber eigentlich eine relativ heterogene Partie. Da hast du Burschen, so die klassischen Döblinger Bürgersöhne, die sozusagen, glaube ich, den Fußball als Ort am Wochenende sehen, wo man sich ein bisschen ausleben kann, wo man so ein bisschen aus diesem klassisch-bürgerlichen Setting ein bisschen ausbrechen kann. Da kommen aber schon Punks dazu, Leute aus der Underground-Musikszene, aus der Arena-Szene und es wird eine ganz tolle Mischung an Leuten, die da zusammenfinden und die eben diesen positiven, englisch beeinflussten Support aufbauen. Waren die so organisiert wie diese heutigen Fangruppen oder war das lose? Nein, das war lose. Also ich glaube, der Thomas Deser hat es schon einmal gut formuliert. Es konnte jeder oder jede Kojotin oder Kojote sein und meistens die Leute, die es machen wollten, haben auch zu uns dazu gepasst sozusagen. Ja, also da gab's keine, also die haben glaube ich auch keinen Verein gegründet oder Mitgliedsbeiträge oder sowas. Das war ein viel anarchischer Zusammenschluss. Ja. Und daneben hast du aber auch sozusagen so eine Gruppe von klassischen Fußballfans, wie es eben der Michi ist oder der Erich Steiner auch, ja, die auch sehr stark verbunden sind der englischen Tradition und die sozusagen zu den Kojoten daneben diese Old Firm gründen, also so einen klassischen Fan-Club von jungen Leuten, die aber sozusagen auch sehr gut mit den Kojoten dazu passen, obwohl sie eigentlich eine eigene Linie fahren. Das war schon in den 90ern. Das passiert eigentlich, interessanterweise, der Erich oder auch der Michi sind vor den Kojoten auf die Hohe Warte gekommen und sind dann wieder zurückgekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und haben dann sozusagen das parallel aufgebaut. Mhm. Das war auch wieder so eine Sache, die Vienna hatte ja kein Fan-Merch. Okay. Und der Michi und der Erich waren ja die Ersten, die das sozusagen übernommen haben, sowas aufzubauen und das Ganze dann ja auch Non-Profit gemacht haben und alles, was sie eingenommen haben, dem Nachwuchs zur Verfügung gestellt haben.
Und das waren sozusagen eigentlich die zwei Gruppen, die sich da gebildet haben und die miteinander eigentlich sehr gut kooperiert haben. Und dann beginnt man halt wirklich regelmäßig auswärts zu fahren. Und so prägt sich dann auch eigentlich dieses positive Image der Vienna Fans, ja, weil die Vienna Fans kommen auf die fremden Plätze. Es gibt eigentlich keinen Stress mit uns oder mit den Fans. Die Kantinen freuen sich immer sehr, wenn die Vienna Fans kommen. Und das ist eigentlich sozusagen wirklich der Beginn. Und das hat sicher damit zu tun, dass sich bei der Vienna nicht viel abgespielt hat. Dass wenn du auf die Vienna-Spiele zur damaligen Zeit gegangen bist, die Zuschauerkulisse war überschaubar. Selbst in den großen Zeiten, wo wir noch UEFA Cup gespielt haben, war es jetzt nicht so, dass jetzt die Hohe Warte gestürmt worden wäre. Wenn Rapid gekommen ist oder die Austria. Mhm. Aber bei den Spielen dann gegen die kleineren, genau. Ja. Aber es war halt ein freier Ort, der besetzbar war, ja, und wo man neue Sachen einmal ausprobieren konnte. Und sowas wäre sicher bei Austria und Rapid in der Form nicht so möglich gewesen zum damaligen Zeitpunkt. Da darf natürlich auch nicht vergessen, natürlich gab es auch andere Anhänger, gerade die Altspatzen oder viele andere Leute, die regelmäßig zu Vienna gehen. Da ist es aber eher ein Döblinger Phänomen, dass du halt in Döbling aufwächst oder im 20. Mhm. Und viele von denen, das war ja teilweise bei den Kyoten auch so, haben im Nachwuchs bei der Vienna gespielt und haben da so eine starke Verbindung natürlich zur Vienna. Und das passiert halt, da passieren viele Sachen relativ gleichzeitig. Aber das Wichtige ist, dass es sich dann halt hält, ja? Dass dann noch neue Leute dazukommen. Das ist dann halt ganz wichtig in den 2000er Jahren, wo halt dann wirklich eine Generation von jüngeren Leuten dazu kommt. Da ist es ganz stark dieser Fokus, dass da viele aus den Bundesländern kommen. Mhm. Wie schon angesprochen, die gehen nicht zu Austria und Rapid, da kommen viele aus Südtirol. Und jetzt ist es teilweise so, habe ich gehört, wenn du aus Südtirol zum Studieren nach Wien kommst und du interessierst dich für Fußball, dann ist die Vienna sofort die erste Anlaufstelle, weil du Leute schon kennst, ja, klar. Weil du teilweise auch schon vielleicht in den WGs wohnst, ja, von anderen Kollegen aus Südtirol und die sagen, Wochenende gehen wir zum Vienna, schaust du mal mit. Und das hat sehr viel, also das hat sehr viel Positives gebracht für die Fanszene an sich. Vielleicht auch, weil es, wie du richtig gesagt hast, ja nicht so hierarchisch ist, beziehungsweise es eher entspannte, wie ein Happening könnte man eigentlich schon sagen, ein Fest. Ne? Man trifft sich, man trinkt ein Bier, da gibt es ja noch ein bisschen ein Fußballspiel und dann geht es eigentlich schon weiter mit der Veranstaltung. Und das ist ja nicht so streng nach Regel, wenn man gewinnt, ist man euphorisch, wenn man verliert. Ist man bei der Vienna eigentlich auch euphorisch. Es ist alles nicht so schlimm und das zieht sich dann eigentlich durch die Fanszenen durch. Das ist eigentlich sehr, sehr schön zu beobachten. Wie sieht man die Vienna, nicht nur in Südtirol, aber außerhalb Österreichs, die Fanszene? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, durch die ganzen Choreografien der letzten Jahre hat die Vienna da schon ein bisschen ein Standing bekommen, was natürlich früher für einen Drittligisten und jetzt Fünftligisten natürlich nicht so gewesen wäre. Mhm. Da tragen auch die Fans sehr dazu bei, weil es schon sehr viele Verbindungen gibt zu anderen Fangruppen und da wird viel gemacht. Die Vienna selbst schmückt sich natürlich auch immer mit diesem positiven Image der Fans, gerade wenn es ums Derby of Love geht oder ums kleine Derby. Und da merkt man schon, dass sozusagen internationale Sportzeitungen, gerade die Elf Freunde oder wenn Saturday comes, die haben schon einige Beiträge über die Vienna oder überhaupt über dieses Phänomen kleine Wiener Derby zwischen Mannschaften, die jetzt nicht mehr in der obersten Liga spielen und trotzdem kommen so viele Leute her. Also das funktioniert auf informellen Kanälen und das ist ganz wichtig für unsere Außendarstellung, weil das du weißt es ja selber, das wirklich einzig positiv Konstante der letzten Jahre ist.
die Fankultur. Das ist richtig, ja. Und das zieht sich ja weiter. Ich sehe es ja an meinen Freunden, die in der Jugend alle Austrianer waren und jetzt mit den Kindern, mit den kleinen Kindern, kommen sie auf die hohe Warte, weil sie da sagen, da ist es gemütlich, da können die Kinder sich bewegen, da gibt es keinen Stress, da muss ich mir keine Sorgen machen. Das war so, wie wir auch als Kinder auf die hohe Warte gekommen sind. Ich kann mich erinnern, ich war immer schon auf der hohen Warte, bin mit dem Buggy schon auf die hohe Warte sozusagen gefahren worden. Und für mich war es dann irrsinnig lustig, wenn man dann auswärts gefahren ist, als Jugendlicher oder als Kind mit den Eltern drauf zu kommen, in den anderen Stadien ist das anders. Das muss ich auf meinem Platz sitzen, da kann ich mich nicht so bewegen wie auf der hohen Warte, da kann ich nicht so rumtoben. Ja? Mhm, das war für mich faszinierend, weil ich kannte das von der hohen Warte nur so, ja? Dass es da einen Auslauf gibt. Wir haben oben selber Fußball gespielt, sozusagen. Ja? Oberhalb der Naturarena. Genau, ja. Und wenn uns das Spiel nicht so interessiert hat und so, und wenn die Väter und die Großväter unten geschimpft haben, ne, waren wir oben und haben selber Fußball gespielt. Also da hat die Vienna natürlich auch einen Schatz mit dem Platz. Natürlich, ja. Die Farben würde ich gerne mal ansprechen, weil wir wissen ja alle, das kommt von der Familie Rothschild. Und wie ist das von den Fans übernommen worden? Oder ab wann eigentlich? Es gibt ja Leute, die jetzt nur mehr blau-gelb tragen und auch am liebsten ihr Haus blau-gelb streichen würden. Wann hat das ungefähr angefangen? Oder? Also prinzipiell, ich habe einmal mit einem älteren Fan geredet, der gesagt hat, in den 70er Jahren hat es schon Fahnen gegeben, aber das war schon eher was Besonderes. Ja. Da gab es 2, 3, 4 Wiener Fahnen vielleicht. Und so richtig geht es auch dann eigentlich los, wie der erste Fan-Merch eigentlich gemacht wird vom Erich und vom... Also erst in den 90er Jahren. Na, 80er Jahre, ja. Am Anfang waren es natürlich die selbstgestrickten Schals von der Oma oder von der Mama. Aber dann wird es natürlich schon stärker, dass die jungen Fans sagen, ich möchte was haben, ich möchte was Blau-Gelbes haben, wo ich auch erkennbar bin als Wiener Fan. Und am Anfang haben sich ja die Leute versorgt, indem sie sozusagen Sachen von den englischen Mannschaften gekauft haben, die blau-gelb hatten. Ne? Mhm. Dass man sich da beim Fanshop Strobel oder auf der Gumpendorfer Straße mal eingedeckt hat, weil es zu Wiener nichts gab, weil der Verein selber das auch überhaupt nicht forciert hat, weil er das auch nicht verstanden hat, wie wichtig das eigentlich ist. Wir reden heute von Corporate Design und diesen ganzen Dingen. Und das ist halt auch eine Geschichte, die sozusagen auch von den Fans selber dann sozusagen gemacht wurde und das hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Ja. Und jetzt ist es halt gang und gäbe und der Role hat ja jetzt auch im Fanshop jetzt eine sehr weitreichende Kollektion von allen möglichen Dingen. Ja. Und natürlich sollte es nicht zu weit gehen, aber es ist ja recht spaßig und lustig. Und es ist ja auch fein, ich kann mich erinnern, ich war in Döbling, eines der wenigen Kinder, die mit einem blau-gelben Leiberl rumgerannt sind und da warst du ein Außerirdischer. Weil wenn es noch jemand gegeben hat mit einem blau-gelben Leiberl damals, dann war das ein Fenerbahce-Trikot und du warst eher ein Außerirdischer. Ja, die alten Pensionisten, die haben dich freudig angeschaut und gesagt, na Buberl, na super und Vienna und na warum denn und das ist ja toll. Ne? Und das war natürlich auch gerade in den 80er Jahren und vor allem davor war ja das nicht so weit verbreitet wie heute, dass diese Sportbekleidung auch Alltagskleidung ist, ja, dass man in Leiberln herumrennt und das gab es ja früher eigentlich nicht. Und das war halt was Besonderes, wenn man halt irgendein blau-gelbes Leiberl einmal irgendwie bekommen hat, das war halt was Besonderes und nicht zu vergleichen mit heute. Ja. Blau-gelb ist mein Herz, ist ja auch dein Buch. Um was geht es in deinem Buch? Um was geht es in diesem Buch, das du geschrieben hast? Wann hast du das geschrieben? Das ist eigentlich jetzt 2017 im März rausgekommen und war eigentlich ein längerer Prozess. Ich habe mich durch eigentlich meine berufliche Tätigkeit als Historiker ab 2011 eigentlich intensiv mit der Vienna beschäftigt. Gab es zu diesem Zeitpunkt ein Buch, das die NS-Geschichte von Rapid beleuchtet hat. Und da gab es damals eine Tagung damals noch im Hanapi-Stadion, wo ich einen ersten Vortrag zu Vienna gemacht habe.
Und daraus ist eigentlich einmal die Idee entstanden, ich möchte mal ein Buch schreiben zu Vienna. Ich habe davor schon immer wieder natürlich Dinge zu Vienna gesammelt und dann kommt mir irgendwie drauf, dass es eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu Vienna gibt. Mhm. Alle anderen Vereine hatten Festschriften oder umfangreichere Festschriften. Die Vienna hat in den 60er Jahren gab es ein sehr gutes Buch über die Vienna und dann gab es eigentlich immer relativ dünne Festschriften, die wirklich toll bebildert waren und spannend waren, aber wo relativ wenig Text eigentlich drinnen war. Zwei Kapiteln, ein Kapitel über die Hohe Warte selbst, als Ort von Veranstaltungen mit der Vienna, aber auch mit anderen Veranstaltungen. Und was mir dann ganz wichtig war, natürlich ein Fankapitel sozusagen über die Fankultur bei der Vienna, da auch das Versuchen einmal historisch zu greifen, wann beginnt das, was gibt es da für Protagonisten, wie geht es dann weiter, weil da gab es auch einiges, aber es gab noch nichts so wirklich Chronologisches dazu und das haben wir eben im März 2017 dann rausgebracht und das hat eigentlich wirklich sehr gut funktioniert, wir sind sehr glücklich, wie sich es verkauft. Okay. Das war sehr überraschend und viele Leute haben ja auch vieles dazu beigetragen, unter anderem du ja auch, indem du es promotet hast und ganz klar. Ja, und das ist eigentlich, also das ist wunderbar, wie viel positives Feedback von den Fans zurückkommt auf das Buch und das freut mich sehr. Im nächsten Jahr wird es auch was Neues geben. Mit zwei Kollegen wollen wir eine Biografie von Hans Menasse, Meisterspieler der Vienna 55 und Nationalspieler, bereiten wir vor, die dann im März kommenden Jahres rauskommen soll. Da geht es um eine Einzelperson natürlich und ihre bewegte Lebensgeschichte, weil der Hans Menasse stammt aus einer jüdischen Familie und musste 1938 mit einem Kindertransport nach Großbritannien flüchten und kam dann als 17-Jähriger wieder zurück. Hat in England das Fußballspielen erlernt und war da sehr erfolgreich in den Nachwuchsmannschaften von Luton Town und kam dann nach Wien zurück, 1947. Und der Vater war ein Erz-Wiener-Fan und hat ihn sofort auf der Hohen Warte angemeldet. Klar. Und dann hat er bei der Vienna gespielt. Und ein dritter wichtiger Punkt ist, dass er dann im Filmgeschäft tätig war. Als Pressesprecher von einer großen amerikanischen Filmfirma, dann auch mit vielen Stars zu tun hatte, Drehorte und Dinge organisiert hat in Europa. Mhm. Und wir versuchen eben, diese bewegte Lebensgeschichte da in einer Biografie abzudecken. Und natürlich hat die Vienna natürlich als wichtiger Verein, wo er ja die erfolgreichsten Jahre seiner Karriere verlebt hat, da einen ganz wichtigen Stellenwert in dem Buch. Glaubst du, sind die Fans, die Vienna-Fans im Speziellen, interessiert an der Geschichte? Also ich denke schon. Ich meine, es ist natürlich immer eine Sache, dass man nicht alle begeistern wird für die Geschichte und dass man ja selbst oft, das ist auch kein Vienna-Phänomen leider, selbst bei den Vereinsverantwortlichen, und das ist eben nicht bezogen jetzt nur auf die Vienna, selber ja merkt, dass es oft die Vereinsverantwortlichen jetzt nicht so brennend interessiert, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich denke natürlich, und ich bin da natürlich auch als Historiker befangen, weil mich diese Dinge natürlich immer interessieren. Ja, klar. Und ich denke gerade auch mit unseren jungen Fans, wo du einfach an dieser jüngeren Generation auch merkst, die interessiert das schon sehr. Wo kommt dieser Verein her? Mhm. Was hat sich früher abgespielt? Ja? Und vor allem dürfen wir nicht vergessen, es ist ein unglaublicher Schatz, auch unsere älteren Anhänger, was die für Informationen über die Hohe Warte haben. Ja? Und das ist so schade, wenn das verloren geht, ja? Wenn diese Dinge nicht aufgezeichnet werden. Ja? Und da geht es oft nicht um weltbewegende Dinge, aber um wichtige Dinge, ja? die dann weg sind. Und deswegen, natürlich kann man nicht von jedem, und darum geht es auch nicht. Ja? Die Leute müssen sich nicht mit der Geschichte der Vienna auseinandersetzen. Jeder oder jede soll ihren Spaß auf der Hohen Warte haben, aber ich merke es einfach, und es zieht sich von alt bis jung, es gibt viele, die total interessiert sind, die dann herkommen und sagen, das habe ich gar nicht gewusst, gewisse Episoden. Ja?
Und viele sagen dann auch, ja, da kenne ich noch die Geschichte und so. Ja. Und davon lebt ja das Buch auch, ja, dass man mit vielen Fans auch gesprochen hat und das versucht eben einzubauen, viele Dinge. Und dein Mittelmaß findet, es soll ja keine Anekdotengeschichte werden, ja, es soll fundiert sein, ja, und das ist meiner Meinung nach auch fundiert. Und das ist ein wichtiger Schatz und von allen werden wir es eh nicht erwarten können. Ja, vor allem Vienna ist ja der erste österreichische Fußballverein und das, glaube ich, sollte man dann schon einmal auch darstellen. Also ich bin sehr für, zum Beispiel für ein Museum, ein Wiener Vereinsmuseum. Und wenn es nur im kleinen Maße ist, das aber auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also nicht nur den VIPs in dem Stadion oder halt auch den Besuchern, sondern auch generell finde ich das eine sehr wichtige Sache. Sofern es halt irgendwie möglich ist, ist ganz klar. Ne? Das ist natürlich immer eine finanzielle Frage. Wenn man sich das Rapideum anschaut, ist natürlich eine fantastische Sache. Aber zumindest im kleinen Maße das einmal zu zeigen. Beim Verein hat man ja festgestellt, es ist ein bisschen schwierig. Es gibt, glaube ich, nicht mehr alles aus der Geschichte. Ja. Also der Verein hat eigentlich fast gar nichts, leider. Oh je. Also es gibt noch ein Art Archiv, aber wirklich so an Pokalen oder so ist eigentlich fast nichts mehr da. Ja? Das ist sehr schade und das ist halt auch die Schwierigkeit und das ist auch wieder nicht nur ein Phänomen bei der Vienna. Früher war das nicht von Interesse. Diese Dinge. Ja. Also das ist genau das Problem und wenn man sich es international anschaut, die Engländer haben als Erste begonnen, sozusagen sich mit der Geschichte ihrer Vereine auseinanderzusetzen und dann ist das ein bisschen nach Deutschland geschwappt, da natürlich auch immer in Bezug auch oft mit dem Nationalsozialismus und da auch oft auch aus den jeweiligen Fanszenen heraus, dass man gesagt hat, hey, beschäftigen wir uns mit der Vergangenheit des Vereins, ja. Nicht um jetzt irgendwie anklagend zu sein, sondern um das einfach einmal in einen Kontext zu stellen. Ja, klar. Da kommen viele Dinge aus der Fanszene, ja. Und da sind natürlich die Vereine, gerade auch die deutschen Bundesliga-Vereine, die natürlich auch mehr Geld haben, sehr stark dahinter. Mhm. Haben aber auch noch nicht alle Vereine jetzt ein Museum, aber unterstützen das halt. Und in Österreich waren es halt wirklich Rapid und Austria die Ersten, die das machen. Und da war es aber auch ein harter Weg, das sozusagen auch den Verantwortlichen begreiflich zu machen, dass das einen Wert hat. Ja. Mhm. Und dass wir auch, wenn wir immer große Pläne haben für die Gegenwart und für die Zukunft, auch wissen müssen, woher kommen wir als Verein, als Anhänger. Und dass es aber auch nicht nur ein Marketing-Vehikel sein darf, ja, dass man sich auf irgendeine eine Tradition stützt, sondern dass es auch wirklich mit Leben erfüllt sein muss. Und das tun die Fans. Die Fans halten das am Leben. Ja, ja stimmt, absolut. Und das ist genau der Punkt. Ja. Und bei der Vienna, klar, wir haben schwierige Zeiten finanziell hinter uns und da darf man natürlich auch vielleicht nicht zu viel vom Verein erwarten. Deswegen haben wir auch begonnen, sozusagen neben dem Verein eigentlich dann diese hohe Warteführungen anzubieten, die eigentlich ein schöner Erfolg sind, wo man einfach diese hohe Wartespaziergänge macht, von den ehemaligen Rothschild-Gärten bis runter zum Stadion. Das haben wir beim Crowdfunding auch angeboten und da haben wir 60 Personen geführt. Und das ist halt schwierig, weil da kommt halt vom Verein relativ wenig. Und du kennst es eh vielleicht auch, da muss man halt auch für sich selber sagen, um das geht es auch nicht. Ja. Wir versuchen eben mit den Supporters Dinge auf Schiene zu bringen und das passt dann schon für uns, ja, weil wir werden nicht jeden bekehren können. Ja. Und wir machen das, es ist von Fans für Fans, ja, und das ist der wichtigste Punkt. Und das ist ein Miteinander und die Befruchtung ist total wichtig. Ja. Ich lerne so viel und ja, und es ist einfach spannend. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen von niemandem. Ja. Also das weiter zu tun in der einen oder anderen Form. Ja. Die Zukunft, wie aus deiner Sicht, oder was würdest du dir wünschen, wie es mit dem Fan... Ja, die Zukunft, wie glaubst du, wird es weitergehen mit dem Fan-Tum, wie wird es... Ja, ich hoffe, dass wir weiter kritisch sind, ja?
dass wir weiter sozusagen, ich sehe es zum Beispiel als eigentlich eine Riesenchance jetzt, vor allem, weil wir jetzt in Wien spielen, dass unsere jungen Fans einmal diese wunderbaren Wiener Plätze kennenlernen, Simmering, aber dann auch, wenn wir hoffentlich bald wieder in der Stadtliga sind, hier auch die Stadtliga-Plätze kennenlernen. Ich denke mir, es ist eine Riesenchance jetzt auch viele Spiele auswärts zu besuchen, weil ich muss jetzt nicht mehr den ganzen Tag unterwegs sein, wenn ich nach Neuberg fahre, sondern ich fahre nach Simmering mit U-Bahn und Straßenbahn und lerne da ganz die alten Wiener Plätze einfach kennen. Ne? Und da, wir müssen halt begreifen, dass auch diese schwierige Situation, in der sich der Verein jetzt befindet, auch immer eine Chance ist, genau für sowas. Und da hoffe ich halt, dass wir weiter auch für junge Fans attraktiv sind, ja, die sagen, hier wird mir etwas anderes geboten als bei Austria und Rapid. Ja. Wir kennen viele Themen, die jetzt diskutiert werden mit Fangewalt oder Dingen, ja, wo es bei uns hoffentlich anders läuft und wo die Vienna auch sozusagen etwas Eigenes sein kann und ist auch. Ja. Johannes, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für dieses tolle und ausführliche Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns oft auf der Hohen Warte. Danke, ja. Vielen Dank.